Ungewöhnlich starker Wind wehte durch Rocky Beach. Es kam in der Gegend selten vor, dass am Himmel Wolkenfetzen vorbeizogen und immer wieder die Sonne verdunkelten. Justus Jonas lehnte sein Fahrrad an den Brunnen am Marktplatz und biss in einen Apfel. Er hatte sich hier mit seinen beiden Freunden verabredet. Aber erst nach einer Viertelstunde kamen Peter und Bob angefahren. Hey, wo bleibt ihr denn? Hätte ich kein Proviant dabei, dann wäre ich glatt verhungert. Ach, bis du verhungerst, können Wochen vergehen. Ja, das stimmt. Sehr witzig. Erst muss ich stundenlang auf euch warten und dann bekomme ich noch dumme Sprüche zu hören. Los, lasst uns zu Porter gehen, sonst macht er noch seinen Laden zu. Okay. Das Kaufhaus von Mr. Porter kannte jeder in der kleinen Stadt. Hier gab es alles. Und was nicht auf Lager war, wurde umgehend besorgt. Als die drei Fragezeichen das Geschäft betraten, füllte Mr. Porter gerade die Regale mit Dosengemüse auf. Hallo Jungs, was kann ich für euch tun? Hat euch mal wieder Mathilda Jonas zum Einkaufen geschickt? Nein, wir kommen wegen ihres Angebotes. Ja, genau. Ah, ihr meint die Campingstühle. 4 Stück mit Tisch für sage und schreibe nur $33. Was sollen wir denn damit? Nein, wir meinen den Lenkdrachen für $20. Genau. Wir haben gestern den ganzen Tag dafür bei Just Onkel auf dem Schrottplatz gearbeitet. Oh ja. Haben Sie den Drachen noch in Weiß, Rot und Blau? Tja, tut mir leid, Jungs. Das Angebot hat sich schnell herumgesprochen. Ich habe den Drachen weder in Weiß, Rot oder Blau, noch in irgendwelchen anderen Farben. Alles ausverkauft. Naja, kein Wunder, bei dem tollen Drachenwind. So ein Mist. Wir sind nur dafür hierher gekommen. Na toll. Das war's dann wohl. Wartet, Moment. So schnell lasse ich keine Kunden mit $20 in der Tasche davonlaufen. Kommt mal mit. Ich habe da noch eine Speziallieferung. Sie reden aber nicht von Campingstühlen, oder? Nein, keine Angst. Es handelt sich ebenfalls um einen Lenkdrachen. Besser gesagt, um ein Muster, das mir geschickt wurde. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Drachen für mich testen. Ich prüfe alles genau, bevor ich es in größeren Mengen kaufe. Und müssen wir dafür was bezahlen? Bezahlen ist nicht das richtige Wort. Es ist vielmehr eine Art Gebühr. Der Drachen wird später für über $100 verkauft. Es ist ein Hochleistungsdrachen. Wahnsinnige Zugkraft und schnell wie ein Pfeil. Und wie hoch ist diese Gebühr, wenn ich fragen darf? Ihr habt Glück, Jungs. Es sind gerade mal $20. Nehmt ihn mit und sagt mir später, wie er fliegt. So, und jetzt muss ich mich wieder um meine Dosen kümmern. Vom Drachenverkaufen allein kann ich nicht leben. Passt auf, dass ihr nicht mit dem Drachen wegfliegt. Und wenn doch, schreibt mir mal eine Ansichtskarte. Alles klar, wir werden es ausprobieren. Auf Wiedersehen. Der hat doch für das Muster bestimmt keinen Cent bezahlt. Ja, hoffentlich funktioniert der Vogel auch. Also, für die Größe fühlt sich der Drachen ganz schön leicht an. Aber dass er ihn wegziehen soll, glaube ich nicht. Ja, und falls doch, binden wir einfach Just an die Leine. Den zieht kein Drachen der Welt in die Luft. Hey, was sollen eigentlich die blöden Sprüche den ganzen Morgen? Ich wiege genauso viel wie Peter. Ja, stimmt, aber dafür ist Peter auch einen Kopf größer. Bob. Okay, ich mache für heute keine Witze mehr. Lasst uns lieber an den Strand fahren und den Drachen testen. Sonst ist der Wind weg. Von der Stadt aus fuhren sie einige Kilometer die Küstenstraße entlang und bogen dann in einen schmalen Weg ein. Dieser führte direkt ans Meer. Justus war der Letzte, der am Treffpunkt ankam. Sein Brot hatte er auf der Fahrt aufgegessen. Hi, guten Morgen. Morgen. Und, habt ihr schon was gefunden? Nee, der Sturm hat zwar einiges an den Strand geworfen, aber nichts davon sieht nach einem Geisterschiff aus. Nun hör dich auf mit deinem blöden Geisterschiff. Vielleicht gibt es hier auch gar nichts Interessantes zu entdecken. Kein Mensch weiß, ob die Flasche und der Rettungsring überhaupt was miteinander zu tun haben. Genauso gut könnte es ein Zufall gewesen sein. Ich glaube nicht an solche Zufälle. Das Geheimnis liegt da draußen im Wasser. Keine 100 Meter vom Strand entfernt lag eine kleine Sandbank. Die drei waren schon oft so weit rausgeschwommen, denn bei der Sandbank konnte man fast stehen.
Vielleicht hat sich die Leine gestern irgendwo bei der Sandbank verhakt. Aber da ist doch nur Sand. Wie soll sich da eine Leine verhaken? Keine Ahnung. Unter Umständen liegt dort ein alter Anker oder so etwas. Dann lasst uns nachgucken. Ich habe sowas schon geahnt und Taucherbrillen mitgebracht. Sehr gut. Hey, cool. Peter, denk mit. Danke. Claro. Okay, dann lasst uns zur Sandbank schwimmen. Operation Geisterschiff kann beginnen. Ja. Sie schlüpften in ihre Badesachen und rannten in das warme Wasser des Pazifiks. Peter tauchte unter einer Welle hindurch und setzte sich anschließend die Taucherbrille auf. Noch ein paar Meter, dann sind wir bei der Sandbank. Als sie die Stelle erreichten, versuchte Bob mit den Füßen den Sand zu berühren. Seltsam, sonst war es hier doch immer ziemlich flach. Ja, interessant. Dann werde ich mal einen Erkundungstauchgang durchführen. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin, dann hat mich jemand zum Mittagessen eingeladen. Wenn einer was entdeckt, dann Peter. Ja, der kann tauchen wie ein Fisch. Und? Das Wasser ist leider total trüb. Der Sturm hat alles aufgewühlt. Aber von der Sandbank gibt's keine Spur. Die ist einfach weg. Was? Ja, dabei bin ich bestimmt 3 Meter runtergetaucht. Ich werde es nochmal versuchen. Alles klar. Wieder verschwand er im Wasser. Diesmal dauerte der Tauchgang noch länger. Plötzlich schoss er wie eine Rakete aus dem Wasser. Peter, seht mal, was ich gefunden habe. Irre. Du hast einen Anker hochgeholt. Wahnsinn. Aber das ist kein Anker, sondern ein Enterhaken. Ich möchte mal wissen, wie alt er ist. Und vor allen Dingen, wie kommt er dahin? Die Frage ist vielmehr, was liegt da unten noch alles? Bisher haben wir einen Teil von einem Rettungsring, eine Weinflasche und diesen Enterhaken. Eins ist sicher, ein Zufall kann das alles nicht mehr sein. Ja, stimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Enterhaken auch über 100 Jahre alt ist. Ja, bestimmt. Vielleicht ist er unter dem Sand nicht so schnell verrostet. Gut möglich. Hey, seht ihr die Frau dort am Strand? Die winkt uns zu. Hallo, ihr drei. Heißt einer von euch zufällig Justus Jonas? Ja, hallo. Das bin ich. Warten Sie, wir kommen rüber. Wenig später standen sie alle drei wieder am Strand und trockneten ihre Haare mit Handtüchern. Ich habe deine Adresse von meinem Vater bekommen. Deine Tante Mathilda Jonas sagte mir schließlich, dass du mit deinen Freunden hier am Strand bist und für die Schule lernen willst. So, alle aussteigen. Ich hoffe, ich bekomme die Poseidon schnell wieder in Gang. Ich nehme die Schiffsglocke. Nur nicht fallen lassen. Kommt mal mit. Ich will mir die Glocke einmal genauer angucken. Am besten gehen wir zur Kaimauer. Alles klar. Los. Es ist wirklich seltsam, dass man in den Büchern nichts über die Fortuna findet. Was kann der Grund dafür gewesen sein? Vielleicht war es ein Piratenschiff und niemand wollte, dass er an die große Glocke hängt. Vielleicht. Wir haben ja immerhin auch einen Enterhaken gefunden. Ich meine, was soll ein normales Schiff damit anfangen? Es kann natürlich auch sein, dass die Fortuna von Seeräubern angegriffen wurde. Die Piraten schmeißen den Enterhaken rüber, werfen die Mannschaft über Bord und versenken das Schiff hier vor der Küste. Alles ist möglich. Seit der Glocke gibt es wirklich keinen Zweifel. Hier handelt es sich eindeutig um die Fortuna. Auf der anderen Seite... Was ist, Bob? Hast du was entdeckt? Ist die etwa aus Gold? Nein, sie ist aus Bronze oder Messing. Aber hier stimmt was nicht mit den Buchstaben. Was soll da nicht stimmen? Na hier, guck mal. Seht euch mal diesen eingestanzten Buchstaben genau an. Das F von Fortuna sieht irgendwie anders aus. Stimmt. Der Buchstabe ist etwas schief. So als hätte jemand das F nachträglich eingestanzt. Genau. Aber was sollte das dann ohne F heißen? Fortuna? Vielleicht sieht der Buchstabe auch nur zufällig so aus. Wie gesagt, ich glaube nicht an Zufälle. Wir werden der Sache nachgehen. Tante Mathilda ist schon losgefahren, um das Mittagessen vorzubereiten. Ich fahre jetzt auch nach Hause und wir treffen uns später wieder hier am Hafen, okay? Klar. Okay. Wenig später traf Justus wieder auf dem Schrottplatz ein. Onkel Titus hatte es sich mit einer Tasse Kaffee auf der Veranda gemütlich gemacht. Hallo Justus!
Tante Mathilda hat mir ja tolle Geschichten erzählt. Schade, dass ich nicht dabei war. Diese Glocke, die ihr gefunden habt, würde ich mir gern einmal ansehen. Du weißt ja, ich interessiere mich für alles, was alt ist. Hallo Justus, wir haben schon gegessen. Aber ich mach dir die Nudelsuppe noch mal warm. Ich hatte den Topf nämlich schon zum Abkühlen auf die Fensterbank gestellt. Keiner konnte so eine gute Nudelsuppe kochen wie Tante Mathilda. Die Suppe wurde nur noch von ihrem preisgekrönten Kirschkuchen übertroffen. Hungrig lief Justus in die Küche, setzte sich an den Tisch und sah zu, wie Tante Mathilda im Suppentopf rührte. Ja, so richtig gefällt mir das mit der Schatzsuche übrigens doch nicht. Ich möchte zwar gerne die Steuerrechnung bezahlen, aber ich habe bei der Sache kein gutes Gefühl. Bei einem Schatz gibt es immer viele Neider. Geld verändert die Menschen. Aber vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen. So, die Suppe ist heiß. Tante Mathilda nahm einen tiefen Teller und wollte mit einer großen Kelle Suppe auffüllen. Doch plötzlich stieß sie einen fürchterlichen Schrei aus. Mathilda, hast du dich verbrannt? Nein, nein, seht nur, was in der Suppe schwimmt. Um Himmels Willen. Was ist das denn? Ein kleiner Totenkopf? Wo kommt plötzlich der Totenkopf her? Ich hab keine Ahnung. Seltsam. Der ist viel zu klein und... Was ist? Onkel Titus. Du hast recht.